Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich bin dieses Wochenende auf einem Outdoor-Survival-Treffen eingeladen worden und ich freue mich schon sehr. Ich werde dort auf Bushcrafter, andere Survival-Menschen etc. treffen und hoffe natürlich auch sehr, dass ich da was Neues lernen kann. Ich werde auf jeden Fall das ganze Wochenende mitnehmen, muss mich jetzt aber ranhalten. Ich habe noch gar nichts gepackt, ich musste mich den ganzen Morgen arbeiten. Und ja, ich werde jetzt hier gleich mal mein ganzes Equipment zusammensuchen und werde euch auch mal zeigen, was ich mitnehme. Ist mal wieder eine knappe Kiste, aber ja, ich muss ja den ganzen Morgen arbeiten. Und ich bin auch immer noch nicht fertig und es ist alles ein bisschen spontan wieder, aber das ist okay und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ja, dann sehen wir uns gleich beim Equipment. So, das ist mein Equipment fürs Wochenende. Ich habe hier ein bisschen Kochgeschirr dabei, dann nehme ich meine GoPro-Sachen mit, Hängematte, Tarp, auf jeden Fall meinen Grey Wasserfilter. Ich habe ein bisschen Paracord dabei, Messer mit Feuerstahl, Gaskocher, Becher und ich werde diesen Rucksack nehmen, weil hier passt doch relativ viel rein. Und ich habe dann noch einen Rucksack für mein Essen und ja, das war's. So, jetzt hätte ich fast meine Kopflampe vergessen und natürlich meinen Schlafsack. Ich muss mich irgendwie warm halten am Wochenende. Der geht bis -5 Grad und der reicht auf jeden Fall. Ich glaube, die Temperaturen werden nachts auf ca. 7 Grad runtergehen und ja, der sollte mich warm halten. Ich bin fertig gepackt und freue mich, dass es jetzt gleich losgeht. Ich habe hier vorne mein Essen drin und hinten mein ganzes Equipment. Ich denke, ich habe auch nichts vergessen. Ich kann nur sagen, es wiegt mindestens 5 Tonnen. Und ich bin froh, wenn ich das Ganze ins Camp gebracht habe. Und ja, ich würde sagen, ab ins Auto und los geht's nach Thüringen. Ja, ihr Lieben, ich bin angekommen. Super geil. Ich bin eben noch eine Umleitung gefahren, hatte keine Ahnung, wo ich mal wieder bin. Aber ja, ich habe schon hier 2 kennengelernt. Und wir laufen jetzt mal zu unserem Camp und dann wird alles aufgebaut und ja, ich freue mich, die ganze Runde mal kennenzulernen. Ich bin ja schon krass aufgeregt. Ich bin zwar schon ein extrovertierter Mensch, aber so neue Leute kennenzulernen, auch in der Vielfalt, ist auch für mich nicht einfach. Und ja, ich muss gerade ein bisschen pipi. So, ich habe jetzt hier mal ganzes Zeug abgelegt und werde jetzt mal anfangen, hier die Hängematte zu spannen, beziehungsweise auf den Boden zu legen. Ich habe mir nämlich eine Plane mitgenommen. Ich bin nämlich nicht der größte Fan von Hängematte schlafen und dann ja, schauen wir mal, ob das was wird. So, dann probieren wir das mal. Also, einmal die Schlaufe hast du gesagt, ja? Genau. Dann fange ich an zu wickeln. Du hast gesagt, was, 4-mal? Mindestens 4-mal. Mindestens 4-mal. Warte, ich halte es mal hier fest, dann geht es ein bisschen besser. Ich glaube, das ist ein Knoten, den ich bei der Feuerwehr bald noch lernen muss. Wenn du Feuerwehr machst, lernst du den Zimmermann definitiv, ja? Ja, ich habe jetzt bald Grundlehrgang. So, oder? Genau, einmal durch. Und dann? Einfach hier rüber festhalten. Mhm. Ja, und dann an dem einen Ende ziehen, damit du die Schlaufe zubekommst. Genau. Kannst du ein bisschen stauchen, damit es schön wird. Richtig. Ja, und jetzt kannst du einfach spannen. Reicht schon? Ja? Hältst einfach das feste Ende fest und ziehst einfach rüber. Das ist ja geil. Und schon bekommst du dein Setup gespannt. So, deine Hängematte am Boden steht, dein Tarp steht. Ja, ich find's. Wie fühlst du dich? Ich finde es richtig geil, wirklich. Ich mache jetzt noch meinen fetten Schlafsack da rein. Und dann kann es losgehen. Ohne Isomatte? Ohne Isomatte, ja. Boah, eiskalt. Ich habe keine. Alter. So, wie die meisten ja von euch wissen, habe ich eine leichte Spinnenphobie. Und es gibt auch nichts Schöneres, als wenn du auf die Toilette gehst. Das erste, was du siehst, ist eine Spinne auf der Klobrille. Geil! Guten Morgen, Leute. Ich habe noch nie so viele Vögel gehört wie heute Morgen um 5. Das war unfassbar. Es ist wunderschön. Ich liege hier in einem Hängematten-Bodenset und kann so ein bisschen rausgucken. Und die Sonne geht gerade einfach richtig schön hier im Wald auf. Es ist ein absoluter Traum. Ich habe richtig gut geschlafen auch. Und freue mich jetzt aufs Frühstück und aufstehen. So, ich wollte euch nochmal meinen Schlafsetup zeigen. Ich habe hier ein sehr, sehr geiles Tarp gespannt. Ich bin sehr glücklich damit und habe meine Hängematte auf den Boden gelegt mit einer Plane drunter, damit es nicht nass wird, weil ich fand nämlich, dass das sehr viel gemütlicher ist, als hängend zu schlafen. Ich bin nämlich auch Bauchschläfer und ich finde, in der Hängematte zu schlafen auf dem Bauch oder auch generell mit Schlafsack und so, das ist irgendwie schwierig. Also zumindest für mich. Genau, ich habe dann hier Isomatte drin und Schlafsack und noch eine Decke. Und das hat wirklich super geklappt. Bin auch sehr zufrieden hier mit der Hängematte. Das ist diese Amazonas-Hängematte. Die lässt auch, also die hat ein sehr engmaschiges Netz und die lässt dann auch keine Krabbelviecher rein und so. So, wir machen heute einen Wettkampf, einen Bushcrapper-Wettkampf und jetzt werden gleich die Preise vorgestellt und ja, könnt ihr euch mal angucken, was da so zu gewinnen gibt. Also ohne Wertung, ich will einfach nur mitmachen. Das ist mir egal, kannst du gerne tun. Nur einfach mitmachen. So, zum ersten Mal, Janni. Viel Glück, auf die Plätze, fertig, los! Darf ich noch eine Sekunde was sagen? Nein. Eine Sekunde.